Hallo, Stefan hier von Stefan Mohme Fotografie. Heute zeige ich euch mal meinen Wanderrucksack, wie ich den so standardmäßig befülle und was ich so in der Regel dabei habe. In den letzten Jahren habe ich mich eigentlich dazu entschieden, dass ich eigentlich keinen dezidierten Fotorucksack mehr verwenden will. Denn das ist mir alles viel zu hüserig und zu kompliziert und viel zu speziell. Und meine Lösung ist ein ganz normaler Wanderrucksack. Und seit ein, zwei Jahren bin ich jetzt hier mit dem Deuter Futura 28 unterwegs. Und der ist für meine Ansprüche völlig ausreichend. Wie der Name schon sagt, 28 Liter Volumen. Bekanntermaßen Deuter Top-Marke aus Deutschland. Und trotz intensiver Benutzung über die Jahre, dem sieht man das absolut nicht an. Und er ist super durchdacht, für meine Ansprüche absolut genial. Ich bekomme alles unter und gerade fürs Fotoequipment habe ich da überhaupt keine Probleme. So, ich zeige euch mal, was ich alles so dabei habe. Wie man schon sieht an der Seite, wunderbar, mein Sirui 1204 Carbon-Stativ. Das kommt hier so locker an die Seite, in das Seitenfach rein. Lässt sich dann bei Bedarf natürlich auch ohne Probleme rausnehmen. Und mir reicht diese Transportvariante völlig aus. Ich brauche keinen dezidierten Stativhalter oder Stativschlauch oder sonst irgendwas. Das ist also völlig okay. Wie man sieht, ich drehe das mal um auf der Rückseite. Vorne an den Schultergurten habe ich von Peak Design die Klemme, um meine Kamera dort einzuhaken. So, in der Regel, wie man sieht, ist das eine stabile Sache. Ich habe die Hände frei. Wenn ich mal beide Hände zum Klettern oder Festhalten brauche, ist die Kamera dort schnell befestigt. Trotz Handschlaufe ist das gar kein Problem, die dort unterzubringen. Und man kann das dann im Prinzip vernachlässigen und jederzeit schnell wieder zurückarretieren, dass man die Kamera wieder griffbereit hat. Also, ich kann das jedem empfehlen. Diese Variante des Tragens ist super. Und wenn der Rucksack einigermaßen komfortabel ist, von der Gewichtsverteilung und von den Gurten ist das eine Top-Sache. So, das Übliche bei mir, ich habe hier diesen Netzrücken, der ist ganz entspannt, weil man da natürlich beim Schwitzen ein bisschen Vorteile hat. Da hat man eine relativ gute Luftzirkulation. Die einen mögen das, die anderen lieben das nicht und die haben lieber den Standardrücken. Für mich ist das okay, ich komme damit gut zurück. So, Hüftgurte, die verwende ich ja für meine Peak Design Taschen. Die ziehe ich dann ganz einfach hier drauf und da kommt links und rechts jeweils ein Objektiv rein. Kann ich öffnen. Dann kommt der Gurt dazwischen und ich habe links und rechts jeweils eine Möglichkeit im Außenbereich jeweils ein Objektiv zu transportieren, an das man dann auch jederzeit schnell Zugriff hat. Wettergeschützt, ich habe da ein extra Video mal zu gemacht, zu diesen Objektivtaschen kann ich jedem nur empfehlen. Sind nicht ganz billig, aber absolut praktisch im täglichen Gebrauch. So, da man ja manchmal nicht mit den zwei Objektiven auskommt, wenn man sie außen befestigt, habe ich noch die Variante, dass ich im Bedarfsfall mir diese Neopren-Taschen gekauft habe. Da lässt sich dann noch das ein oder andere Objektiv gut verstauen. Und man kann es einfach lose reintun in den Rucksack, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass da was passiert. Also, das ist dann meine Variante für das Übergepäck sozusagen. Das brauchen wir ja nicht immer und über Bedarf habe ich dann nochmal ein Zusatzobjektiv dabei. Ansonsten gucken wir mal weiter. Hier unten das Übliche, haben wir das Notfallpack, Notfallset dabei. Den habe ich immer dabei.
Regenkilt, Sitzunterlage, das ist unten drin. Und im oberen, vor- und hinteren Bereich, Brillenetui, Messer, ganz wichtig. Sonnenbrille, dann habe ich ein kleines Fernglas dabei, finde ich eigentlich immer ganz angenehm, um sich einen Überblick zu verschaffen. Klar, Blasenpflaster gehört wohl in jeden Wanderrucksack. Dann haben wir drin Schreiben, Hut und kleine Handtücher. Auf jeden Fall ein Tuch für die Kamera. Und ich habe immer dabei Zipbeutel für nasse Sachen, damit man was gut verstauen kann. Dann habe ich die bekannten Duschhauben dabei für meine Kamera oder Objektive als Einmalschutz, um das schnell überzustülpen. Ne? Da sieht man schon, da hat man auf die Schnelle sofort Regenschutz. Wenn es mal dicke kommt, das reicht aus. Und Kopflampe, Stirnlampe ist auch immer nützlich, gerade in der dunklen Jahreszeit und in den dunklen Innentaschen oder in den Niederungen der Tiefen dieser Rucksäcke ist man manchmal ohne Lampe ziemlich aufgeschmissen. Ja, das war es eigentlich schon im Groben. Ne? Also ich komme mit diesem Deuter Futura 28 super aus. Das ist eine gute Größe für die Tageswanderung. Und er ist wirklich durchdacht gemacht. Man kann in der Mitte, im unteren Bereich, wie man hier sieht, die Unterteilung noch öffnen, sodass man ein großes Stauvolumen hat. Und ganz unten haben wir noch den Regenschutz drin. Schlaufen natürlich für Wanderstöcke etc. Kleine Fächer. Hinten ein Fach für Trinkblase, also Öffnung für Kopfhörer und Trinkschlauch, alles vorhanden. Also mir fehlt an dem Teil überhaupt nichts und ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich mehr brauchen müsste oder haben müsste für so eine Tageswanderung. Okay, für länger ist der zu klein, aber selbst mit meinem Fotoequipment komme ich da also gut hin. Der ist dann zwar schon ganz gut befüllt, aber dann habe ich auch alles dabei. Kamera, in der Regel zwei Objektive, mein Stativ, in der Regel oder oft, häufig sogar noch ein drittes Objektiv, dann den ganzen Kleinkram, das ganze Gerödel, da kommt schon einiges zusammen und das geht in dieses Teil gut rein, mit der Tragevariante hier von Peak Design, bin ich auch sehr zufrieden. Und so spare ich mir die zusätzliche Fototasche, da halte ich ja gar nichts mehr von und habe wirklich nur dieses eine Behältnis, um das ich mich kümmern muss. Und ansonsten, wenn ich die Kamera hier befestige, habe ich die Hände frei und kann auch schwierige Passagen gut beim Wandern meistern. Okay, das war's für heute. Bis dann. Ciao, Stefan.